Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zwei Schwachstellen beim Profilzylinder zeigen, beziehungsweise im Haustürschloss und wie man die ganz einfach beheben kann. So, anhand dieses Musterstück sehen wir hier den Profilzylinder und die Profilzylinder-Rosette. Der Profilzylinder hat einmal A, die erste Schwachstelle, dass man hier den ganz leicht aufbohren kann. Heutzutage gibt es zwar Profilzylinder, die innen drinne verstärkt sind. Das heißt, wir können hier bohren, kommen aber nicht weit, da irgendwann der Bohrer ermüdet, da wir einen Spezialstahl da drin haben. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. Das heißt, wir können ganz einfach hier reinbohren mit dem Stahlbohrer und dadurch können wir die Zapfen nach unten drücken, wenn wir nachher mit dem Schlüssel reingehen. Und wir können die Tür öffnen. Das ist der erste Schwachpunkt. Und der zweite Schwachpunkt wäre, dass wenn der Profilzylinder übersteht, wie wir hier sehen, dass wir den ganz einfach packen können mit einer Wasserpumpenzange oder einer Kneifzange und den dann mit Hebelwirkung, wie wir jetzt hier in einem Muster, mit Hebelwirkung dann wegbrechen können. Wegbrechen ganz einfach, weil bei diesem Profilzylinder hier der Schwachpunkt hier unten sitzt, wo die Verschraubung ist. Im Grunde wird der Profilzylinder hält sich dann nur hier und hier. Und wenn wir jetzt hier mit einer Zange rangehen, mit ein bisschen Hebelwirkung, knackt das Material oder beziehungsweise ermüdet das Material ganz schnell und bricht dann durch. Dann kommen wir ganz schnell rein, beziehungsweise können den dann wegziehen. Und das innere Stück vom Profilzylinder könnten wir dann reindrücken. Blub. Und schon ist das ganze Stück draußen. Und wir könnten ganz einfach mit einem nachgemachten Schlüssel rein und das Schloss öffnen. So, um das zu umgehen, bauen wir einfach einen Kernziehschutz ein, wie wir den hier sehen. Der Kernziehschutz verhindert, dass wir den Profilzylinder aufbohren und ziehen können. So, hier ist so ein Kernziehschutz in Edelstahl. Der ist jetzt hier, wenn wir drinnen mal reingucken, haben wir hier ein gehärtetes Material, das verhindert das Aufbohren. Und wenn ich jetzt hier mal einen Profilzylinder nehme, den einführe, können wir uns das mal angucken. So sieht das Ganze dann aus. Also wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze aufzubohren und wir können den Profilzylinder nicht mehr packen und rausziehen. Haben wir halt keine Möglichkeit mehr dazu. So, also wird er ganz gut geschützt. Das Ganze kann man einfach nachrüsten, kann man eigentlich überall kaufen, im Baumarkt oder sich einfach bestellen. Hier bei dieser Mustertür oder Musterstück bauen wir einfach den Profilzylinder aus. Das Ding schieben wir nach oben, können wir dann abnehmen. Und dann können wir das Stück dann rausstecken und runterziehen. Den Profilzylinder wie gehabt einschieben, festschrauben und fertig. So, eventuell bräuchten wir einen neuen Profilzylinder, da der jetzt ein Stück tiefer reingeht in diese Rosette. Muss mal halt gucken, ne? Oder zweite Möglichkeit wäre, wenn wir jetzt hier ein komplettes Schild drauf hätten, dass wir uns so ein Schild, muss man natürlich vorher alles nachmessen, ausmessen, dass wir uns so ein Schild nachbestellen, nachkaufen mit einem Kernziehschutz und das dann montieren. Man könnte natürlich auch über so ein Schild, was schon vorhanden ist, so einen Kernziehschutz nachträglich anbauen. Aber das würde halt nicht so toll aussehen. Also ich würde dann empfehlen,
das ganze Schild zu erneuern mit einem Kernziehschutz. Ja, das war es eigentlich von mir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen bzw. aufklären. Und ja, bis zum nächsten Video.